Panther oder Perlpilz? Wer kann ihn bestimmen? Oder grauer Wulstling? Hier wachsen einige gerade. Und ich vermute, und hier sieht man es auch schön, das ist ein wunderbares Exemplar. Die Rottöne am Stiel. Oberhalb könnte man es nicht unbedingt meinen. Aber hier sind auch so leichte Rottöne. Und es ist einfach so richtig gefährlich, den jetzt zu verwechseln. Aber man sieht die Knolle. Das kann auf keinen Fall ein Pantherpilz sein, weil er diese Kindersöckchen nicht hat. Was noch in Frage käme, wäre der graue Wulstling. Aber der hätte eben diese Rottöne hier bei Verletzung nicht. Ja, und beim Anschneiden sieht man es dann genau. Die Madengänge färben sich rot, wo er sonst noch relativ frisch aussah. Naja, man muss schon sehr viel wegschneiden, aber es ist immer noch so, dass die Maden schon ziemlich weit vorgedrungen sind. Kann man das sehen? Sieht man die Riefung? Ja. Hier sieht man es schön. Die geriefte Manschette von dem Perlpilz. Der ganze Wald hier ist voll mit frischen Perlpilzen. Die sind richtig, richtig schön frisch. Hier sieht man schön die Rottöne bei den Fraßstellen und auch wieder diese Knolle. Wunderbare frische Perlpilze. Aber das ist hier mitten auf dem Waldweg. Es sind, glaube ich, da ist man ein paar Tage nicht da und schon findet man Steinpilze. Aber leider schon irgendwie mit ein paar Trockenschäden hier. Der erste Fichtensteinpilz für uns dieses Jahr. Sehr schade. Das ist echt krass. Der ist noch richtig fest. Der hier ist jedenfalls, der ist noch richtig fest. Der zweite Steinpilz, aber irgendwie der ist sogar noch gut. Die Röhrenmündungen sind schon leicht gelblich. Aber der ist noch richtig schön fest, hat aber auch schon, man sieht es auch, dass es einfach zu trocken ist. Boah, echt, die sind jetzt gewachsen. Oh, der hört sich gut an. Hör mal, Yogi. Der hört sich gut an. Oh, guck dir den an. Der erste wunderschöne Steinpilz. Ah, auch schon ein bisschen gelblich, aber noch so richtig schön fest. Den müssen wir uns mal anschauen, ob der noch was ist. Was der für ein Loch hinterlässt. Wir sind hier im gleichen Wald und hier ist
ein Sommersteinpilz, würde ich sagen. Und hier daneben gleich der Mehlräsen. Also das ist echt krass. Das ist jetzt hier der Sommersteinpilz. Und hier ist auch eine Eiche hinter mir. Und überall Mehlräslinge um mich herum. Ja, der ist wahrscheinlich schon zu alt, aber um das mal zu vergleichen. Sommersteinpilz und der Fichtensteinpilz an einem Standort. Hier ist auch noch ein Mehlräsling und hier hat irgendwas einen riesigen Steinpilz abgefressen. Das ist ja interessant, die Steinpilze. Wann waren wir hier vor ein paar Tagen? Sind jetzt hier gewachsen, aber leider auch schon. Aber das war Mitte letzten. Ziemlich vertrocknet. Boah, aber ein wunderschöner Fichtensteinpilz hier. Krass. Das sind echt für uns die ersten Steinpilze dieses Jahr. Schau mal, der ist schön. Er schüttelt nur den Kopf. Das ist unfassbar. Und überall sind hier kleine Pantherpilze. Das war letztes Jahr auch so. Die kamen irgendwie zeitgleich. Die sind hier überall. Das ist echt interessant zu beobachten. Was hast du gefunden? Jetzt guck an. Sieht ja toll aus von oben. Krass, eine Flocki. Haben wir hier noch nie. Haben wir hier noch nie gefunden? Nee. Sehr interessant. Stimmt. Aber überall diese winzigen Pantherpilze. So schön. Das ist, guck mal, wie die da überall rauskommen. Da war eine Schnecke ziemlich dran, ne? So. Noch ein richtig schöner Fichtensteinpilz. Das hätte ich jetzt heute echt nicht gedacht, weil es so trocken schon wieder ist, aber... Hier ist alles voll mit frischen Perlpilzen. Wunderschöne Perlpilze hier. Na, der ist schon da, der hat Zähne. Uah, Spinne. Nichts für mich. Wahnsinn. Und hier in unmittelbarer Nähe der Pantherpilz. Schaut mal, wie schön man das hier sieht. Diese säckchenartige, hochgekrempelte Knolle. Man sieht jetzt hier die Manschette zwar noch nicht, aber das ist ein sehr deutliches Indiz für den Pantherpilz. Hier jetzt mal beide nebeneinander. Hier links der Perlpilz mit seinen Rottönen auf dem Hut. Rechts der Pantherpilz. Sieht schon etwas anders aus. Eher so, der geht immer so ein bisschen ins Olivbräunliche, finde ich. Wobei das
kein sicheres Merkmal ist. Beim Purples sieht man hier diese Knolle ohne diese Kindersöckchenartige Struktur. Und bei dem deutlich zu sehen, ja, das sieht immer so aus, wie wenn der Stiel so eingepackt ist in Söckchen. Und das ist hier gar nicht der Fall bei den Perlpilzen. Man sieht hier die Riefung, sieht man recht gut, der Manschette. Bei dem Pantherpilz sieht man jetzt leider noch nichts, aber den mache ich jetzt auch nicht kaputt. Guck mal da hinter den Stuhl. Boah. Oh, Leute, echt, das gibt's doch nicht. Was ist jetzt hier mit den Steinpilzen los? Steinpilz, Pantherpilz. Ich würde fast sagen, der zeigt auch Steinpilze an. Hier ist der nächste Steinpilz. Richtig schön fest. Brauche ich echt. Da brauche ich das Messer zur Hilfe. Moment. Manchmal sind die Steinpilze so fest drin, dass man doch vielleicht das Messer zur Hilfe braucht. Man kann sie jetzt auch abschneiden, das wäre auch nicht verkehrt. Boah, Wahnsinn. Guckt euch den mal an. Yogi, war ein wunderschöner Steinpilz. Krass, echt. Und gar nicht madig, guck. Nichts. Verrückt. Jetzt gucken wir uns den anderen da hinten noch an, hinter mir. Schaut mal, wie der hier rauswächst. Ein prima Steinpilz. Der ist hier ein bisschen hell auf dem Hut, weil er abgedeckt war mit Moos. Das ist kein Schimmel, dachte ich auch erst, aber krass. Was die für Löcher verursachen. Echt richtig schön zumachen, damit das Myzel nicht austrocknet. Weiter geht's mit den Perlpilzen hier. Frische Fruchtkörper und mich fressen die Mücken auf. Richtig frisch. Das ist ein wunderbarer Speisepilz, finde ich. Erste Espenrotkappe. Hier an dieser Stelle wachsen eigentlich schon einige Rotkappen, aber es ist einfach auch zu wenig, zu trocken. Aber immerhin zeigt sich eine Rotkappe. Das stimmt gar nicht. Seht ihr sie? Da ist noch mal eine. Und da hinten sieht man das? Sogar noch mal eine. Wie komme ich jetzt dahin? Oh, sie ist so richtig schön. Ich bin hier ein bisschen durchs Gestrüpp. Wahnsinn, hier ist ganz schön dunkel hier. Ich zeige es euch gleich noch mal im Licht. Hier, wo es noch ein bisschen feuchter ist, wachsen die dann doch noch jetzt bei diesem... Oh, da hinten ist noch eine. Seht ihr die? Da hinten. Das gibt's ja nicht.
komme ich aber gar nicht hin. Hier ist alles voller Gestrüpp. Wow. Wunderbare Espenrotkappe. Da hinten ist alles voll, Leute. Ihr seht es nicht, da hinten an dem Stumpf. Ich werde verrückt. Ich werde echt verrückt. Bei den Rotkappen ist es genauso, wenn man mal eine gefunden hat, dann hat man so den Blick. Und die leuchten ja auch ziemlich. Aber es ist echt so. Wenn du mal eine gesehen hast, dann zeigen sich auch noch mehr. Und so hat sich jetzt bestätigt. Wir haben bestimmt 10 Fruchtkörper jetzt gefunden. Und wenn es jetzt nicht weiter regnet, oder wenn es jetzt nicht wieder regnet, sagen wir mal so. Es hat lange nicht geregnet, der Boden, ihr seht es ja, ist futztrocken. Dann war es das vielleicht. War das vielleicht alles? Ich sehe da hinten noch mal eine. Das ist echt der Wahnsinn. Also, hier ist jetzt wieder ein bisschen mehr Licht. Da hinten drin im Gestrüpp, da wachsen sie. Aber man kann sie gut sehen. Das ist das Einzige, was da leuchtet. Wunderbar. Schaut mal, hier ist überall frisches Wachstum. Ob die durchhalten, wenn es jetzt nicht regnet? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich war der Boden noch nass genug, dass es die hier jetzt überhaupt gibt. Schaut euch an, überall kleine hier. Die lassen wir aber noch da. Hier ist es ein bisschen dunkel, weil da vorne ist die Lichtung. Ich bin hier im Gestrüpp. Ich werde verrückt. Und noch einen schönen flockenstieligen Hexenröhrling. Herrlich. Wieder eine Runde am Abend, nur mal um zu schauen und wie es der Zufall so will. Plötzlich sind Pilze da. Und noch ein weiterer Fund heute. Die Wubis sind auch da. Also wurzelnde Bitterröhrlinge. Alles voll hier. Nach dem Aufschneiden blaut er recht stark gleich, auch an Druck- und Verletzungsstellen gleich dieses intensive Blau. Der wurzelnde Bitterröhrling ist giftig und hat so einen leicht Maggi-artigen Geruch, also nicht so angenehm. Also so Magen-Darm giftig auf jeden Fall. Und daneben auf der gleichen Wiese noch wunderbare Satans. Und schaut euch die doch mal an, was der für einen dicken Stiel hat. Und der hier. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Schaut euch das mal an. Die Satansröhrlinge. Und hier